So, meine Lieben, ich habe jetzt hier ein ganz, ganz besonderes Objekt, das auch mir komplett unbekannt ist. Den Tipp habe ich von einem meiner Abonnenten bekommen, dem Runzling Rüdiger. Da danke ich dem auch recht herzlich. Es handelt sich um ein 700 Meter langes Objekt, das wirklich schnurgerad durch den Wald läuft und mir eigentlich auch keine Erklärung gibt. Und ist auf jeden Fall von Menschenhand aufgehäuft. Mal sehen, ob ich während des Gangs irgendwas feststelle. Also wie man schon sieht, hier ist ein etwa, was werden das sein, knapp 10 Meter hoher Wall, der aufgeschüttet ist. Hinter dem Wall ist ein kleines, ja, ein größeres Loch. Wahrscheinlich ist von dort die Erde genommen worden. Vielleicht ist auch ein Ausgleichsteich. Auf jeden Fall haben diese Wälle den Anschein, als wäre es wie eine Schießbahn gewesen. Aber warum 700 Meter lang, ist schon mal sehr seltsam. Ich bin da für jeden Tipp dankbar, der mir zuschreibt, was es sein könnte. Also wie sieht jetzt hier praktisch links ein Endwall und rechts ein Endwall zur Begrenzung. Das ist der Hauptendwall. Und ich bin jetzt auf diesen 700 Meter langen Stück mal unterwegs. Die Erklärung ist natürlich schwer zu finden für das Ganze. Aufgrund von der Nähe zu diversen Kasernen, also die Gäubodenkaserne in Feldkirchen, ist Luftlinie gerade mal knapp 15 Kilometer weg. Dann gibt es hier ein Munitionsdepot Richtung Westen, das ist gerade mal 3 bis 4 Kilometer Luftlinie weg, gehe ich von der militärischen Nutzung aus. Man muss dazu sagen, dass die Gäubodenkaserne ja schon zur Nazi-Zeit gebaut wurde. Also man sieht hier immer noch diese Seitenwelle, diese seltsam. Und es könnte natürlich irgendein Objekt sein aus der Nazi-Zeit. Ja, der Runzlige Rüdiger hat das auch nur auf eine Karte gefunden, was heißt nur, Gott sei Dank, und hat mir praktisch das Objekt mitgeteilt. Ich musste jetzt tatsächlich zweimal suchen, bis ich es überhaupt gefunden habe im Wald. Das ist nicht so einfach zu finden. Da müsste man schon komplett ortskundig sein. Wenn man den Bewuchs ansieht, der ist nicht besonders alt. Also wenn man hier die Bäume guckt, die sind ja gerade mal 10 cm hoch. Hier sieht man einen Grabenverlauf unten. Da es so gerade ist, würde man auf eine Schießbahn schließen, aber das passt eigentlich nicht, weil wer schießt so weit, außer Scharfschützen vielleicht. Hier eine kleine Unterbrechung. Hier noch ein Blick zurück. Auch hier drüben dieser Wall. Ja, sehen wir mal, wo es uns hinführt, die 700 Meter. Auf der Karte ist bei den 700 Metern ein Stück unterbrochen. Das wurde wahrscheinlich durch Bauern, durch Waldrodung platt gemacht. Das werden wir mal sehen, wie weit das hier läuft, dieser Wall. Dann werden wir mal ein Stück auch unten laufen. Also es gibt hier keine irgendwie Spuren vom Militär oder Ähnlichem, was schon äußerst seltsam ist. Ja, hier, ah ja, hier kommt eine erste Unterbrechung. Da gibt es laut Karte 3 Stück. Wie gesagt, aber ein Stück sieht man nicht hin. Auch eine beabsichtigte Unterbrechung. Das heißt wahrscheinlich, dass man von links nach rechts gehen konnte. Auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Wenn man hier gräbt, findet man auch nichts. Also keine irgendwie Rest, irgendwas Verrostetes, gar nichts, gar nichts. Versuchen wir es mal hier. Auf der Seite. Moment. So. Ja, wie gesagt, hier ist daneben ein Graben, der auch parallel zu dem Wall führt. Hier ist der Wall.
Na, hier auf diesem Stück ist ein bisschen mehr Bewuchs drauf. Wenn es jetzt alt wäre, dann müsste eigentlich der Baumbestand auf dem Wald dementsprechend alt sein, ist es aber nicht. Das macht mir jetzt natürlich ein bisschen stutzig, wobei jetzt hier doch mal der erste große Baum kommt. Gehen wir wieder rauf auf den Wall. Und auch wenn man in den unteren Bereichen die Bäume sieht, die sind sicher 40, 50 Jahre alt. Das heißt, das Objekt muss zumindest bei der Nutzung schon so alt sein auch. Wenn man natürlich jetzt 40, 50 Jahre zurückgeht, ist es Kalter Krieg. Könnte eine Versuchsanlage für irgendetwas gewesen sein. Oder man wollte vielleicht eine Raketenschießbahn für die Panzerabwehrrakete Milan bauen hier. Wäre jetzt vielleicht eine Erklärung aufgrund von der Schussweite. Aber warum bauen wir die hier so extra ins Nichts? Also müssen wir wieder runter. Hier ist wieder der Bewuchs größer. Ja, hier führt auf jeden Fall ein alter Weg, der anscheinend auch ab und zu benutzt wird, sonst wäre er auch zugewachsen. Ja, hier ist der Wall an sich ist ja, 2,50 Meter bis 3 Meter hoch. Ich habe, wie gesagt, keine Erklärung. Hier kommt der zweite Durchbruch in den Wall. Links rauf, rechts rauf, ja. Hier nach wie vor dieser Graben. Es ist auf jeden Fall kein Objekt irgendwie aus dem Mittelalter. Es muss also schon aus dem 20. Jahrhundert sein. So, jetzt sind wir beim zweiten Durchbruch durch. Jetzt müssen wir bald an die Stelle kommen, in dem durch eine Rodung ein Teil des Walls weg ist. Also wirklich komplett weg. Ich halte auch die Augen offen, ob ich hier irgendwie altes Material sehe vom Menschen. Aber nichts Fehlanzeige. Ah ja, jetzt glaube ich, sind wir da. Ja, hier ist unterbrochen, genau. So, jetzt müssen wir hier mal runter kurz. So, hier kommen wir jetzt zum Ende dieser seltsamen Anlage. Dazwischen, wie schon erwähnt, ist ein Stück geräumt, also weggemacht. Wenn man jetzt hier das Ende guckt, da stehen wirklich riesige Bäume drauf, mit sicher 50 Jahren. Ja, jetzt haben wir was Menschenhandliches. Da ist eine Bunkerröhre. Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt muss ich versuchen hier reinzukommen, weil hier ist alles mit Brombeeren und Brennnesseln zu. Wenn das ein durchgehender Bunker gewesen wäre, dann wäre er 700 Meter lang gewesen. Aber warum? Also das ist jetzt oberseltsam, da habe ich gleich gar keine Erklärung. Gucken wir mal, was wir jetzt hier rausfinden. Also eindeutig schön betoniert das Ganze. Die fressen gerade die Mücken auf. Es ist eigentlich nur ein Erdwall. Ja. Sieht aus wie ein Kartoffelkeller. Aber ich muss fast davon ausgehen, dass der zugemauert wurde. Weil was würde das für einen Sinn ergeben?
Hier haben wir so ein Tragholz wahrscheinlich drin. Lüftungsloch. Also das ist wohl eines der seltsamsten Objekte, die ich je besucht habe. Ich kann damit gar nichts anfangen. Also ich bin für jeden Tipp dankbar. Der was weiß über den Bau oder ähnlichen, wenn man jetzt hier den Türrahmen guckt, der hat Außenscharnier und Innenscharnier. Die Scharnierdicke, wenn man es betrachtet, und auch die, da diesen Stahl Türrahmen ist, muss ich fast davon ausgehen, dass da eine Bunkertür dran war. Hier die offenen Schlosszylinder, ja, und außen, das passt von der Riegelgröße auf jeden Fall auf eine Bunkertür. Was hier mal einst war, ist natürlich wahrscheinlich ein Riesenrätsel. Da müsste man jetzt natürlich aus der Gegend irgendwelche alte Leute befragen, die mindestens 80 Jahre alt sind, die eventuell hier waren. Ja, also auf jeden Fall enorm seltsam. Da muss ich jetzt am anderen Ende, am hinteren, tatsächlich nochmal gucken, ob ich da irgendwelche Spuren sehe, wo der Beton raussieht aus der Erde. Aber es ist auf jeden Fall äußerst seltsam, dieses Objekt. Und wie gesagt, mitten im Wald. Jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück. Immer noch unerklärlich, hier haben wir jetzt Gedanken gemacht, weil es sind ja auch diese Unterbrechungen in dem Wall, wo man aber nichts sieht, also da guckt kein Beton raus. Falls hier das gleiche Prinzip drunter liegt und natürlich alles überwachsen wie im vorderen, dann wären es ja 4 Tunnel. Also nicht insgesamt 700 Meter lang, sondern eben dementsprechend etwa 175 Meter. Die Frage ist, welchen Sinn das macht und vor allem, welchen Sinn das dieser riesige Erdwall am Ende macht und auch diese Gräben, die hier links und rechts verlaufen. Also, das ist ein richtiges Rätselobjekt. Und ich hoffe da auf große Unterstützung von euch. Ihr dürft da gerne mitraten, wie ihr wollt. Dann kann man das ein oder andere ausschließen oder eben auch in Erwägung ziehen. Leider ist eben dieser Wall hier so zugewachsen, dass man, also da guckt kein Betonstück raus. Ja, jetzt bin ich hier wieder am Ende. Hier sehen wir schon den großen Endwall und nochmal 2 große Seitenwälle. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Vielleicht müsste ich da noch auf den Hauptwall raufgehen. Vielleicht findet man da noch was. Gucken wir mal, ob wir das Rätsel lösen können. Das hier ist nur eine Auswaschung. Vor allem, es gibt eigentlich, natürlich gibt es Feldwege hier, aber keine vernünftige Zufahrtsstraße, gar nichts. Das ist der Hauptwall. So, hier Blick auf den Wall. Der kurze Seitenwall hier am Ende rechts und links. Ja. Was das wohl gewesen sein muss. Versuchsanlage vielleicht, wer weiß.